Spektakulärer Fund in dieser Höhle in Israel. Nahe der Grenze zum Libanon finden Wissenschaftler eine 55.000 Jahre alte Schädeldecke, die für die Erforschung der Entwicklung der Menschheit einen wichtigen Schlüssel liefert. Es ist der früheste Beweis von modernen Menschen außerhalb Afrikas, außerhalb des afrikanischen Kontinents überhaupt. Der Fund belegt den Forschern zufolge, dass der Homo sapiens von Ostafrika aus über den Nahen Osten schrittweise Europa und schließlich den Rest der Welt besiedelte. Ganz in der Nähe der Manott-Höhle wurden bereits in der Vergangenheit Überreste von Neandertalern gefunden, die in etwa aus der gleichen Zeit datieren. Bislang konnte über ein Zusammenleben der beiden Gruppen nur spekuliert werden. Der Manott-Schädel wird dem modernen Menschen zugeordnet und auf ein Alter von 55.000 Jahren datiert. Das bedeutet, dass der moderne Mensch etwa 50.000 Jahre nach den Neandertalern in die Region gekommen ist und sie möglicherweise verdrängt oder sich mit ihnen vereint hat. In der Manott-Höhle wurden noch weitere Skelettteile geortet, aber nicht alle konnten bislang geborgen werden.